Nee, sag. Ich bin gleich da. Ich überlege, das müssen wir jetzt Delfine machen, ich überlege, ob wir den... Ne? Den machen. Wir haben einen Dry gesehen. Ja. Das ist immer ziemlich cool. Ja, ne? Ja. Aber man erwartet bei dem Auto eigentlich ja. Du wolltest du filmen? Nö. Okay. Was denn? Ich spreche das wieder in der Kamera. Also, was ich dir noch sagen wollte. Ja, man erwartet eigentlich eine ganz andere Farbe bei dem Ding, deswegen, weil das ist cool, ne? Mach mal mit Braun. Nee. Mhm. Ja, da recht. Aber sieht halt einfach immer aus, wie als ob ein Elefant drauf geschissen hätte. Ne? Das ist wirklich, also Braun hat einfach kein Beige, finde ich ganz geil. So. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Letztes Mal habe ich ja an dem Moped rumgeschraubt und die Kommentare haben ja wirklich wiedergegeben, dass ihr das gut findet, wenn ich selber filme und ein bisschen rumbastel. Und heute machen wir etwas, das wir einfach jetzt so zum Feierabend schon... Also ich habe heute echt geackert bis zum... wirklich wie viel? 14.52 Uhr haben wir jetzt erst. Aber ich fühle mich so, als ob locker 20 Uhr wäre. Dann wäre aber schon dunkler. Wir schnallen uns nämlich jetzt gleich unseren wunderschönen Twingo unter den Arsch, machen die roten Nummern dran und wir gehen uns einfach wirklich mit, so wie es läuft. Dann fahren wir rüber zu Marco, denn Marco hat was sehr, sehr Cooles für uns. Und dann müssen wir mal sauber machen, das Fahrzeug. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für unseren wunderschönen Twingo, die aber erst bekommen darf, wenn die... Ah, scheiße. Wenn die Überraschung drauf ist auf dem Twingo, dann darf er erst das andere kriegen. Hallo Flo. Komm, wir gehen mal zusammen ein bisschen spazieren, Mädels. Akku habe ich auch mit. Wir können Spaß haben. Guck mal, hier ist er richtig. Moin. Seid ihr alle auch am Arbeiten? Ja. 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 Jetzt liegt nicht hier meine Fitness-Tipps. Finde ich auch gut. Das ist mein Thunfisch-Paprika Red Bull-Diät. Machst du die Paprika mit Red Bull dann? Oder ja, trinkst du es Red Bull? Das ist jetzt an. Das Dressing ist mit Red Bull. Mhm, okay. Bist du der sexiest man alive? Nee. Und es ist keine Reaktion gekommen! Ich wollte es gerade sagen. Sexiest man alive. Ach Gott. Hallo. Boah, sieht da scheiße aus. Ja. Wie geht's dir, Klausi-Mausi? Gut. Wo sind wir mailtechnisch? Also Superstore haben wir momentan durch die ganzen Anfragen vom Boost-Stores 1.100 und bei Closing sind wir ungefähr so bei 300. Okay, gut, super. Ja, gerne. Okay, tschüss. Tschüss. So. Warum bin ich so fertig, kann ich euch sagen. Der Grund, warum ich so fertig bin, genau das wollte ich sagen. Ich mache halt im Moment diese ganzen Videos für das Museum. Und Leute, glaubt mir, das macht einen komplett fertig. Das ist so anstrengend, weil das sind ja 20, 30 Stück. Das ist halt echt ein bisschen viel. So, jetzt können wir wieder ein bisschen erschrecken. Ah, Mann! Warum trittst du denn den Ordner um? Hast du deinen Chef lieb? Ja, natürlich. Oh. Natürlich habe ich dich lieb. So, wo ist denn mein Baby? Da hinten ist mein Baby. Hoffentlich springt er auch an, ey. Rote Nummern brauchen wir. Ey, Schatzi! Ja. Jetzt kommt wieder der Chef, Moment. Kannst du mir eben die roten Nummern an Twingo machen? Oder nee, du kannst den Booster mal holen, weil ich glaube, der wird nicht anspringen. Ich hole die roten Nummern. Wird er auch nicht, dann ist er direkt hier meinen Twingo, Alter. Nee. Kameramann, alle aus. Ich liebe Amando einfach. Der Blick, wenn Amando mich sieht, mit so einer Kamera, ne? Ups, I did it again. Ihr dürft nicht zu laut singen, weil die GEMA sonst Probleme macht, weil die ja genau den Ton trifft. Oh, wo ist er denn? Habe ich schon tausendmal erzählt, aber wir haben ja einen rote Nummern-Beauftragten, ne? Weil wir nämlich uns hier nichts mehr reinziehen wollen von der Stadt, wenn man die roten Nummern nicht dementsprechend pflegt. Denn bei uns werden jetzt wirklich auf den Meter oder Kilometer genau dokumentiert, welche rote Nummer wann wie wo gefahren ist. Ne? Das ist hier... Da läuft er doch schon! Ich höre da meinen Sportauspuff hier. Hast du schon angeschmissen, der Monster, ne? Ich höre das doch. Mann, oh, läuft der Bums. Da ist er. Habt ihr ihn vermisst?
Habt ihr ihn vermisst, mein Twingonator? Das wird schon halten, ne? Moment. Ich hol mal eben ein bisschen Panzerband. Trau dem Braten nicht. Und sonst so? Wie geht's? Ihr vibriert. Oh, Scheiße, kann man ziehen. Ich habe dieses Jahr noch nicht so in einem Auto gelacht. Ey, das Sound ist ja der Oberknaller, Alter. Wo war denn nochmal Tank? Scheiße. Oh nein! Vater! Lass ihn laufen. Brauche ich einen Schlüssel dafür, muss den Wagen ausmachen, ne? Ich muss schnell sein, pass auf. Mach nicht so. So. Warte. Schnell, schnell, schnell. Oh. Jetzt hier. Schön reinrüsseln, ne? In den Tingo. Guck mal, der 993 Turbo von mir wird weggebracht. Oh, 20 Liter. Fahrzeugwert mal eben verdoppelt. Ich muss sagen, das Tuning, das wir jetzt hier drauf haben, so, ne? Ansaugsound mit Auspuffsound ist Champions League. Hinten, vorne. So, der Björn Pieper tingelt auf seinem Dach rum. Ich mache jetzt einfach aus. Da muss wieder überbrückt werden hier. Geht's dir gut? Ja, und selbst? Ja, machst du Dach neu? Solaranlage wird gerade. Oh, geil. Ganz? Das Dach wird ganz gemacht. Irgendwann das auch. Bis bald. Bis bald. Oh. Hallo. Martin. Hi. Hey. Oh, Herr Hildi. Ich sag mal, Moment. Ja. Hilde. Nee, Hilde sagt, nein, jetzt gerade gar nicht gut. Guck mal, wie ihr auf meine Füße guckt. Hi. Warte, denk ich, ich will schießen. Komm, geht's rein. Ich hab's mit der Hilde. Die ist fast nur noch hier, ne? Die aber Hilde. Hilde ist auch wirklich toll, ey. Ja, du bist der beste Hund. Boah, hi, hi. Geht's dir gut? Ja, alles gut. Oh. Hallo, oh. Gott, was ist jetzt? Ja. Best Hund. Ja. Hi, grüß dich, frohes Neues erstmal. Frohes Neues. Du hast mir eine tolle Nachricht geschickt, ja. Wo ich wirklich, ich war wirklich happy. Ich habe dir an der Nachricht erkannt, dass du dich sehr, sehr gefreut hast. Ich habe mich sehr gefreut, wirklich. Ich zeig dir gleich. Was geht sonst ab? Erzähl. Oh, viel, viel, viel. Allradprüfstand, extrem viel Spaß. Ja, zeig mal her. Ja, ich zeig dir erstmal was anderes. Ja, hallo. Hallo. Hi. Hallo. Eigentlich ist der Raum, da gibt es immer eine Lulow-Musik, läuft hier, weil der Raum sieht echt wild aus. Okay. Das ist unser geheimes Lager. Komm rein. Oh. Aber hier sieht wild aus. Nein, also ich fand die Räder früher schon sehr, sehr, sehr gut. Wirklich. Ich fand die früher schon gut, weil sie so ein bisschen, ich fand sie auch Mini Cooper vom Style schon gut.
Und auf dem Datsun gab es das auch. Und das sind jetzt sogar die größeren, ne? Das ist 14 Zoll. Weil die 175, 50, 13 auf dem Twingo sind ja immer nicht mehr zugelassen worden. Warum nicht? Radrollumfang zu klein. Für engen ABS oder sowas. Nee, ja, glaube ich wenig. Ne? Ich glaube allgemein Tacho. Geschwindigkeit, Tacho. Mhm. Und dann kamen die als 14 Zöller raus. Die haben die auf die zweite Serie. Sie wiegen. Hier sehe ich auch schon. Ich habe gesehen. Hier ist Diamantschliff. Ja, und ich habe gesehen, du bist bei deinem Twingo ja sehr aktiv gewesen mit den Felgen lackieren. Ja. Und ich habe überlegt, nicht mal schwarz, kannst auch Silber. Gibt ja auch Felgen Silber jetzt. Kannst du mal richtig rauskommen lassen. Okay, also könnt ihr noch Luft halten, weil die sind jetzt alle platt? Die machen wir Luftraum angehen. Die liegen halt hier schon auch gefühlt 2 Jahre oder 3 Jahre. Wo hast du die her? Ich habe sie damals auf dem Twingo dabei bekommen und habe die mit Winterreifen verkauft. Und wo du das Video gemacht hast, ich habe das ja gefeiert. Ich verstehe, warum du Ludolf sagst, Alter. Eigentlich läuft die auch immer im Hintergrund, hörst du leise die Ludolf-Musik. Haben wir immer am Laufen hier. Ja, das ist unser Lager. Aber es gibt auch schöne Sachen zwischen den Sachen. Okay, 01E, Audi-Differential. Wow, du bist gut. Dann da 2 Liter, 1,8er, 2 Liter. 2,16V, korrekt. Genau. Das Audi? Korrekt. Ja klar, hier ist ein 3,20er, ne? Oder? Ist sogar 3,23. Oh. M20, B23, glaube ich, warum nennt er sich. Warum geht der so traurig unten in der Ecke? Ist ein Ersatzmotor. Ja, klar. Guck mal, hier, kennst du, was das da hinten für ein Motor ist? Lancia. Fast. Renault, ne? Renault 21 Turbo. Boah. Das ist Mercedes hier, ne? C-Klasse? Korrekt. Bei SLK war er auch drin so? Ja, genau. C-Klasse, SLK und sowas. Hier, Vorderachse, Käfer hier oder so. Hey, richtig. Das Problem ist, ich bin offiziell bekennender Messi. Nein, bist du nicht. Das geht viel schlimmer. Echt? Ja, ja, ja. Kennst du einen? Ja, die Ludos. Ich freue mich auf jeden Fall auf. Ich habe das Projekt sehr gefeiert. Und was ich am meisten gefeiert habe. Am Ende. Was ich am meisten gefeiert habe, am liebsten hätte ich gewusst, dass du auf dem Prüfstand bist mit dem Twingo. Und wo du sagtest, wir reißen jetzt den Luftfilter ab und du sagtest, jetzt hat er garantiert 2, 3, 4, 5 PS weniger. Und ich habe am Monitor geschrien, nein, nein, der wird mehr haben, der wird mehr haben. Und er hatte mehr. Und ich sag dir. Aber komm, du weißt, was oft passiert hier. Ja, heiße Ansaugluft beim Turbo. Da haben wir das. Nee. Oder andersrum, bei diesen modernen Steuergeräten, weil sie einfach einen Fehlwert kriegen und dann gehen die zündwinkelmäßig automatisch erstmal runter. Den Twingo interessiert das nicht. Nee. Den kannst du auch Sand in die andere Brücke schmeißen, dann zieht der weiter durch. Nee. Aber ich fand das hat Bock gemacht zuzugucken. Nee, das wird lustig. Wir überlegen auch noch, was wir noch so machen können. Aber zeig mir mal den Prüfstand. Komm mit. Und jetzt können wir da auch Allradrandale machen. Ja, richtig Allradrandale. Also ja? Ich hab. Ja. Ja? Ich würde gerne mal haben, was 1000 plus hat. Habe ich. Wollt ihr dran? Okay. Ist richtig Bock drauf. Also ich habe das stärkste Auto, was wir bis jetzt gemessen haben, war mein S6. Ja. War nur 550 PS circa, ja. 720 Newtonmeter. Ja komm, dann machen wir das in einem Video. Was ist das hier? Golf 1, 16V. Gehört wem? Mir. Hm. Okay. Cool. Kickt aber nicht so. Du kickst nicht. Ja klar kickt das. Ich hab geil. Riesig Spaß mit. Geil. Riesig. Komm mit rein. Ich habe deinen noch gar nicht gesehen, dein Quattro. Dein Kopf das Grinsen. Ich freue mich auf deinen Quattro. Boah. Ich hoffe, ich sehe dich dann hier. Ich hoffe. Das ist jetzt offiziell. Mir wünschen, dass du mich sogar bei der Abholung vielleicht mitnimmst. In da unten? Ja, ist mir egal, wo. Ich fahre überall. Okay, nee, machen wir. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mich mitnimmst. Versprochen. Ich freue mich drauf. Versprochen. Kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich habe das so gefeiert. Es ist krass, wie viel dort ist. Das wird nicht cool für dich. Weil wir sehen das hier im Ruhrgebiet so mal, ne? Ja. Eigentlich so ein Auto siehst du gar nicht, aber dann siehst du mal so Teile. Wenn du aber durch die Regale durchgehst, ne? Die bauen das für die ganze Welt. Also wir laden jetzt mal die Räder ein und dann geht's los. Bis gleich. So, wir sind zurück in der Firma. Achtung. Es ist nur ein bisschen zu spät und morgen geht's weiter mit den Rädern und andere Sachen. An unserem wunderschönen, perfekt gepflegten Twingo. So, jetzt seht ihr mich mal morgens. Wenn ich komplett fertig bin, das ist ein paar Tage später und ich habe jetzt ein kleines Fenster, wo ich nicht arbeiten muss, sondern jetzt können wir beide, ja, du und ich, oder ihr und ich. Hallo. Können am Twingo die Räder drauf machen. Jetzt war doch noch wieder ein bisschen Arbeit oben. Jetzt ziehe ich euch gleich auch so ein bisschen. Dann haben wir hier unsere Baustelle. Hallo. Jetzt kriegen wir hier unsere Baustelle für unsere Elektro-Tankstelle, die dort hinten gebaut wird. Dann sind die Jungs von Milwaukee hier.
Das hat sich echt ganz cool entwickelt, weil die haben einfach gefragt, ob wir was haben wollen. Jetzt habe ich gestern ein Foto geschickt bekommen in die Gruppe, wo die einfach eine Palette Werkzeug hingelegt haben. Ich weiß, es ist Werbung, aber ich denke, viele von euch können nachvollziehen. Wenn ihr Werkzeug geschenkt kriegt, das ist ziemlich geil. Ne, da freust du dich schon drüber. Und gerade, saß gerade jemand im Auto und ich könnte jetzt nachvollziehen, aber diese Angst, die ich bekomme, wenn ich sehe, dass jemand mich sieht im Auto und so sieht diese Energie, die entsteht, dass er aus dem Auto rausspringen will und fragen will nach einem Foto. Ne, und das ist halt, macht mir mittlerweile echt ganz schön Schiss so, weil es einfach, du willst halt keinen Menschen sehen, weil du weißt, wenn einer dich sieht, dann passiert das. Und das ist halt mal ein bisschen kacke. Dann war gerade das Thema so Urlaubstage. Ne? Dann wollen die alle halt zusammen Urlaub machen und so und das halt immer. Hallo. Und das geht halt nicht immer, ne? Das ist halt ein bisschen, weil wir sind mittlerweile echt eine große Bude. Und wo ist denn mein Twingo Baby? Sebastian ist ja schon mal da. Hey Sebastian, kannst du mir den Twingo mal eben auf die Bühne stellen? So, wir haben hier das Gremium der Bremsen-Thematik. Sieht nicht gut aus? Eigentlich sieht es besser aus. Okay. Kommt nicht nur ein bisschen zu sprechen. Okay, wir sprechen uns gleich. Da sind sie, die Babys. Hey, guck mal. Was waren die Räder damals? Alter, wie klein die in der Werkstatt. In der Werkstatt wirken die noch kleiner, aber Marco sah die größer auf. Guck mal. Guck mal auf. So auf. Und der Supergolf hat schon keine großen Räder. Ich glaube, ich hole mal einen Kameramann, ne? Das ist ein bisschen. Das müssen wir hier nämlich rumhantieren, das kriegen wir nicht hin. Hallo. Hi. Ey, ich bin müde. Ich auch. Du auch? Ja. Warum, ey? Weil der Tag gestern relativ lang war. Hammer, ne? Boah. Ich stehe wirklich richtig auf der Leitung. Und deswegen, eigentlich wollte ich das Video gerade alleine weiter drehen, aber dann habe ich gemerkt, ich glaube, wenn die das gucken, schlafen die Leute ein. Und deswegen habe ich gedacht, brauche ich eine Runde Flo. Oh, hast du dein verordnetes Red Bull schon getrunken heute? Ey, du bist ein Junkie, Alter. Nein, habe ich nicht, weil ich will mir das ein bisschen aufsparen, weißt du? Ich will hier nicht vollkommen verrecken, weißt du? Du willst dich mehr in den Red Bull rein. Zwirbeln, ne? Ja, hab ich doch schon. Hast du schon? Yes, die Burgerjungs haben mich versorgt. Oh, ich hab fast gekotzt. Ein bisschen Junkie. Mist, ey. Ich hab heute Morgen, ne? Ich bin ja hier voll in der Mucki-Phase und so, ne? Ich hab mir heute Morgen so einen Shake reingehauen, dann hab ich mir noch ein Müsli reingehauen. Was hast du hier reingehauen? Das Maul, Alter. Du bist unbelehrbar. Hä? Ey, du hast so eine große ne? Hä? Du hast die was größte... Ich kann nicht sagen, aber du hast gestern von einem Arzt gehört, dass Kacke ist, Shakes zu trinken. Ja, du machst mal trotzdem. Digga. Ey. Boah, du, ich könnte dir gerade. Ne? Hey, ja, ich mach halt nicht den Fehler, den ich mache. Nein. Dein ganzes Leben ist Risiko. Du machst nur was, damit du früher stirbst. Und dann sagst du mir das. Ja, aber an mir hängt ja nichts dran. Doch. An mir ja auch nicht. Bis auf 50 Arbeitsplätze. Die hängen auch an dir. No pressure übrigens. Die hängen auch an dir. Auf jeden Fall. Bin ich nicht gewohnt, morgens mir so Kohlenhydrate reinzuballern. Und jetzt habe ich das heute Morgen gemacht. Und leck mir am Arsch geht die Lampe aus, ey. Ich fühle mich. Aber jetzt gleich kriegen die Räder drauf. Auch du wirst dir denken, was ist Subaru? Twingo ist der neue Shit, Alter. Ich lasse mich gerne überraschen. Ja. Lass mich gerne überraschen, ne? Gibt es einen Kostenpunkt für die Räder, hast du schon gesagt? Null. Zero. Zero. Herr Degenhardt hat die mir geschenkt. So. Also, die Kappen. Oh, die Kappen sind schon kaputt ein bisschen. Aber dem geschenkten Gaul, dem schaut man nicht ins Maul. Nee, den schaut man nicht ins Maul. Jetzt hoffentlich passen die auch her. Ey, warte ab. Du wirst gleich gucken wie Otto. Fühlt sich an wie eine Distanzscheibe montieren. Sieht ja schon gut aus, ne? Miami Blue mit den Rädern. Boah, finde ich gut. Sportdesign-Paket hier. Aber ich finde es krass, dass die noch so hell sind. Die sind sind eigentlich ganz gut in Schuss. Das ist aber die Weste. Oh. An den Schuhen vorbei. Du. Hast du das gesehen? Da habe ich gesehen. Haben wir alles von der Wo? Scheiße. Delfine fliegen wieder tief heute. Oh Mann. Mir hat übrigens jemand gesagt, dass ich sehr, sehr spezielle Schuhe trage. Okay. Ein Sneakerhead? Ja. Und ich finde, du müsstest da mal kurz über das Nike-Zeichen kratzen.
Kratz mal über das Nike-Zeichen. Das ist mir jetzt wieder scheiße erzählt. Nein, wirklich. Hast du dann auf einem Bein stehen? Digga, ich kratz richtig. Und die kann man wie so ein Los freirubbeln. Kriegt der Rubbler nicht auch auf? Da kommt was. Soll ich die Flex holen? Ja. Oh. Das war zu tief. Okay, warte. Jetzt bin ich gespannt, was hast du jetzt? Rubellos oder was? Ja, hier bin ich mit der Flex gerade ein bisschen zu tief gekommen. Und der hat die noch angehabt, oder was? Ja. Ja, super. Wahrscheinlich haben wir die Zahl fürs Gewinn. Das ist kein Problem. Du hast mich als Hauptgewinn. Ich nehme auf der Einsteigeseite nehme ich wieder etwas mit mehr Lack. Ich finde, die hätten wir auch einfach irgendwie Hochglanz verdichten können. Ja, ja, das habe ich ja noch vor. Warte doch ab. Also ein bisschen was kommt noch. Vor allen Dingen finde ich am allerbesten, dass die von 2011 sind. Die Reifen. Okay, ich lasse es runter, ja? Ja, gerne. Das ist der Moment der Momente. Sieht wirklich gut aus. Aber der Unterschied ist krass. Weil wir müssen noch ein bisschen tiefer schrauben. So geht gar nicht. Scheiße, mal, hast du vorlos. Jungs, früher dich auf der Straße gesehen, da hält dich ja keiner in der Polizeikontrolle an. Weißt du warum? Weil der Polizist steht auf dem Reifen drauf und misst so. Nee, passt. So nicht. So nicht, mein Freund. Komm, ja, noch bist du heile nämlich, noch kannst du dich bewegen. Mein gutes 200 noch was Euro Fahrwerk hier von Thea Technics. Gib alles, Kollege! Sonst lass ich nämlich eBay deinen Arsch moonwalken. Hier bestellt, scheiße hier ist. Und sagt eBay, das ist, das muss der Händler übernehmen. Ist auch richtig. Ja, dann machst du ja aber hier merkst du, nee, aber du merkst einfach, was für ein Qualitätsunterschied es ist, wenn dieser Verstellring Alu ist. Während ich runterdrehe, merke ich, wie ich diese ganzen kleinen Sandkörnchen in dieses Gewinde einmassiere. Ne? Boah, das fühlt sich nicht gut an. Und wir sind mit dem Ding gefahren, 100 noch was Kilometer, was? Du kannst das nicht tauschen, ne, gegen einen Plastikverstellteller, oder? Boah, ich glaube, mit viel Glück findest du vielleicht einen Ring, der das Maß hätte. Doch, vielleicht. Aber dann könnte auch das Thema TÜV wieder interessant werden. Bei dem Auto sowieso nicht. So, wir sind jetzt... Oh, ich habe schon wieder gerülpst. Wir sind jetzt an der technisch gesehenen Grenze, weil es ist wieder eine Grenze der Vorspannung. Wir wollen ja hier ganz konform bleiben. Aber der ist vorne ein ganzes Kilometerchen runtergekommen. Hoffe ich. Ich finde die Felgen geil, aber der steht nicht so gut. Alles morgen einfach. Oh, das war so, ne? Das weiß ich nicht. Wir lenken nochmal, dann kommt noch ein bisschen was. Jetzt musst du hier deine Tieferlegung erstmal rechtfertigen. Der Mann ist gerade gekommen. Hallo! Upsi. Hallo, Engin! Obwohl, ganz ehrlich, so mit einer Sonderabnahme gibt es ja auf jeden Fall immer noch TÜV. Wir haben Vorspannung und wir sind Lichtjahre weg von Schleifen. Was müssen wir machen, damit der und noch die Räder haben TÜV. Also mit Vorspannung. Dann müsste die Flex kommen. Ja, guck mal, wie der jetzt fährt so. Obwohl, nee, fahren machen wir nächstes Mal. Ich muss jetzt unbedingt was machen. Der Karren ist nämlich viel zu dreckig, Alter. Ah, nee, das ist auf die Bühne. Ha! Ich fahre den mal vor, der muss sich noch ein bisschen einrollen. Das nennt man eskalierendes Commitment übrigens. Und die? Nein. Schon hart jetzt? Jetzt ernst, okay? Jetzt schick ich ernst.
für einen Fahranfänger ist das echt fett. Ich glaube, also ich würde das Ding auch fahren. Ich finde, sieht wirklich. Ja, passt ja. Du Penner. Ja, ich finde es echt top, Alter. Wo ist denn unser TÜV? Ich versteckt schon. Ja. Ja, der ist vorne immer noch ein Tick zu hoch, ne? Mhm. Da ist nichts mehr, ne? Nee. Ich denke, das sind die Anschlaggummis, wo wir jetzt drauf fahren. Die müssen dann einfach raus. Ne? Okay, das war jetzt schon viel zu lang. Ich verabschiede mich für heute, aber ist ja gar kein Problem. Wisst ihr, warum es kein Problem ist? Denn wir sind euer Lieferant für täglichen bescheuerten Inhalt. Und deswegen sage ich, bis morgen.